Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, der sich heute und hier in all seiner aufregenden Vielfalt manifestiert. Christoph Ranzmayr ist ein großer österreichischer Schriftsteller, der sich seine Parzelle in der Literaturgeschichte schon eingerichtet hat. Die Psychiaterin Heidi Kastner hat das Gutachten zum wieder lichterloh flammenden Fall Fritzl erstellt. Mit ihr kommt Manfred Deichs, ein anderer großer Diagnostiker. Mein vierter Gast ist der österreichische Regisseur Julian Pölsler, der den epochalen Roman Die Wand verfilmt hat. Zu Beginn die Nachrichten aus der Welt der Literatur. And the winner is... Der Nobelpreis für Literatur wurde vergeben und geht heuer erstmals nach China. Mo Yang konnte die Jury überzeugen. Wir gratulieren. Sex and Drugs statt Zauberstab. Ein plötzlicher Todesfall ist Joanne K. Rowlings mit Spannung erwarteter Roman für Erwachsene. So zauberhaft wie Harry Potter ist er aber nicht. Das Buch steckt voller Klischees, ist holpernd geschrieben und offenbart ein weltfremdes Verständnis von der Realität. Rowling hat derart verkrampft für Erwachsene geschrieben, dass es fast lächerlich wirkt. Dabei offenbart sie ein erstaunlich altbackenes Verständnis von Erwachsenenthemen. Sex und Drogen. So mancher britische Teenager dürfte besser darüber Bescheid wissen als Frau Rowling. Salman Rushdie beugt sich nie. Salman Rushdie hat eine ganz klare Meinung, ob Mohammed-Karikaturen gezeigt werden dürfen oder nicht. Man darf sich niemals beugen. Das ist eine Lektion, die wir im Schulhof lernen. Wenn du dich herumschubsen lässt, wirst du weiter herumgeschubst werden. Die einzige Möglichkeit, diese Schikane zu beenden, ist, sich dagegen zu wehren, eine Grenze zu ziehen und sie zu verteidigen. Nur das beendet Gewalt, meint der Autor in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen. Literatur im Nebel. Am 19. und 20. Oktober war es wieder soweit. Der Waldviertler Ort Heidenreichstein lud zum 7. Mal zur Veranstaltung Literatur im Nebel. Diesen Herbst wurde die russische Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya eingeladen. Als eine der wichtigsten Stimmen Russlands präsentiert sie in ihrem Werk einen sehr differenzierten Blick auf die russische Gesellschaft. Nastrowje also aus dem tiefsten Waldviertel. Folgen Sie mir jetzt bitte ins schon herbstlich gefärbte Dickicht der Neuerscheinungen. Über Bord. Ingrid Noll. Erschienen bei Diogenes. Zu haben um 22,60 Euro. In den stillen Wassern treibt der Giftmüll der Vergangenheit. Ein Kuckuckskind steht plötzlich vor der Tür, um sein Wohnrecht in der kontaminierten Familienidylle einzufordern. Auf einer Kreuzfahrt lösen sich die Probleme, weil das Meer ja unendlich weit, tief und geräumig ist. Spannend, stark, mit suffisantem Witz erzählt. Joseph Anton, Salman Rushdie, erschienen bei C. Bertelsmann Verlag, zu haben um 25,70 Euro. Unter dem Decknamen Joseph Anton lebte Salman Rushdie, als er noch auf der Flucht vor der Fatwa war. Seine Autobiografie aus der Zeit der Angst und der Todesbedrohung ist beklemmend. Das Schlusskapitel fehlt freilich. Das Werk hart der Aktualisierung. Der Albtraum ist nicht ausgeträumt. Die Kopfprämie wurde soeben noch großzügiger dotiert. Reise nach Kalino, Radek Knapp, erschienen bei Piper, zu haben um 20,60 Euro. Eine klaustrophobische Geschichte aus dem Geist Kafkas und Orwells. Im hermetischen Stadtstaat Kalino sind weder Krankheit noch Tod bekannt. Gefühle allerdings auch nicht, sieht man von virtuellen Glücksmomenten ab, die durch ein handyartiges Gerät zu beziehen sind. Unter den wenigen nicht transformierten Menschen wird ein Mord verübt. Privatdetektiv Julius Verkasi ermittelt fulminant. Blasmusikpop. Via Kaiser, erschienen bei Kiepenbach und Witsch, zu haben um 20,60 Euro. St. Pölten ist ein rätselhaft fruchtbares Literaturbiotop. Nach Milena Mizuko-Flascha und Cornelia Travnicek erzeugt nun Vea Kaiser, eine 23-jährige Studentin der klassischen Philologie, verdientes Aufsehen. Ihr Panoptikum menschlicher Sehnsucht und Verformung. Präzise und wortmächtig in den Mikrokosmos der fußballfanaten Dorfgemeinde St. Peter komponiert, ist ein Stück Prachtprosa.
Synergy, die Macht in dir. Ronny Kuckert, erschienen bei Echo Media Buchverlag. Zu haben um 24,90 Euro. Ein kraftmeiernder Esoterik-Trainer und seine scharlatanisch anmutenden Kampfsportstrategien zur Mobilisierung innerer Kräfte. Mittlerweile zählt er selbst ernsthafte Zeitgenossen wie Nikolaus Ofzarek und Roland Thüringer zur Klientel. Sehen wir einmal, was er zur energetischen Aufrüstung meines Tischbeins beitragen kann. So, ja. Baba und voll nicht, wie wir Kampfsportler zu sagen pflegen. Meine Damen und Herren, der Oberösterreicher Christoph Ranzmeier ist wie Peter Handke ein lebenslang Reisender. Für seine Bücher, die diese Reisen in literarischer Höchstqualität paraphrasieren, lässt er sich oft viele Jahre Zeit. Jetzt ist wieder eins erschienen und wieder ein sublimer Reisebericht. Der Atlas eines ängstlichen Mannes führt in 70 Kapiteln zu den fernsten und nächsten Orten der äußeren und der inneren Welt. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Bitte, vielleicht hier Platz zu nehmen. Gerne. Was darf ich denn zu trinken anbieten? Rotwein oder Rivella? Also, wenn ich wirklich die Wahl habe, wäre mir ein Glas Wasser am liebsten. Das ist das Schreckliche. Genau das habe ich nicht. Was nun? Dann ohne Getränk vorerst. Ich melde mich, falls der Durst mich zu quälen beginnt. Verstehe, aber dass Sie nächstens eh in die Wüste wollen, ist eh gut, wenn Sie sich ein bisschen einstellen drauf. Ja. Sehr vernünftig. Wie gefällt Ihnen dann, was der Oskar Stocker Ihnen entlockt hat? Naja, es ist immer interessant, quasi den Abgrund zu begutachten, der zwischen dem eigenen Bild, dem Bild, das man von sich selber hat oder gerne hätte, und dem Bild, das der andere, das Gegenüber sich von einem macht. Aber das ist so, ich erinnere mich so ein bisschen an, es hat irgendwas Lederstrumpfartiges und insofern stimmt es auch, weil in diesem Bild etwas mitschwingt, was mir vertraut ist. Mhm. Sind Sie ein ängstlicher Mensch und wovor fürchten Sie sich? Ja, ich bin natürlich ängstlich. Sie sehen ja, ich erschrecke ja schon ein bisschen. Das eigene Porträt jagt mir etwas Angst ein. Es gibt ja nichts Schrecklicheres als das eigene Ich, mit dem man natürlich, auch in den Augen steht. Aber es ist ja so, die Ängstlichkeit ist ja wohl eines der ältesten Gefühle, eine der ältesten Haltungen, mit der ein Mensch seiner Welt, ob es nun die soziale, die nächste Umwelt ist oder die Wildnis, entgegentritt. Also das ist ein Gefühl, das ich ja, nehme ich doch an, mit sehr, sehr vielen Menschen teile. Ängstlichkeit und ängstlich sein allerdings als eine Spielform des Auf-der-Hut-Seins, der Vorsicht und der Umsicht. Denn der ängstliche Mensch bleibt eben, indem er sich umsieht, nicht nur in der Gegenwart, nicht nur an seinem Ort, sondern versucht, sich darüber Klarheit zu verschaffen, was Menschen vor seinen Vorgängen oder auch ihm selber je in der Vergangenheit schon einmal zugestoßen ist oder was ihm nun in dieser Situation, aus dieser Situation heraus in der Zukunft noch zustoßen könnte. Welche dieser Angstorte, die Sie ja auch beschreiben, unter anderem, ist denn ein wirklicher Angstort? Ist das das Eis und die Finsternis in der Arktis? Oder ist das der Angstort zum Beispiel einer Nervenklinik, der ja hier auch vorkommt? Naja, ich meine, gemessen an der Situation eines Schiffbrüchigen, sagen wir bei 10, 12 Meter hohen Wellen vor Kap Horn oder einer Eispressung in der Polarnacht, mag ja auch ein Aufenthaltsraum in einer psychiatrischen Klinik relativ idyllisch erscheinen. Aber die Nacht, die in einem selber droht, immer wieder droht, auszubrechen, die dann dort in einem solchen, einer gut beheizten Station eines Krankenhauses zum Beispiel verwaltet und gehütet wird, das ist als Bedrohung wesentlich, wesentlich schlimmer als alles, was in der realen Welt an physikalischen Drohungen auf einen einstürmen könnte. Haben Sie diese Nacht selber durchschritten?
Ja, ich kenne das. Ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte. Ich kenne das natürlich auch aus der Geschichte von liebsten Menschen. Und was ich dazu zu sagen habe, das habe ich in eine Geschichte gefasst, in eine Episode gefasst und sie in diesen Atlas aufgenommen. Waren Sie an einem sehr nahe am Abgrund? Ja, wie nahe man dem Abgrund wirklich ist, lässt sich eigentlich nur in der Rückschau sagen. Und anders als einem Abgrund, der tatsächlich einem tatsächlichen geologischen Abgrund oder einem architektonischen Abgrund, der vor einem aufklafft, ist ein innerer Abgrund immer einer, dessen Tiefe man nicht wirklich abschätzen kann. Aber subjektiv gab es schon Situationen in meinem Leben, in denen dieser Abgrund, der da vor mir lag oder hinter mir, grundlos erschien. Jetzt haben Sie da eine ungeheuer berührende Episode. Ein alter Herr, ein Lehrer offenbar, der auf einer Bank sitzt und dort auf ein Verkehrsmittel wartet und stirbt. Was ist das für eine Geschichte? Dieser alte Lehrer, das geht ja auch aus der Geschichte hervor, ist mein Vater gewesen. Und was sich da auf der Parkbank abspielte, war sein Tod. Und es gilt ja für alle diese Episoden in diesem Atlas, dass ich mit einer einzigen Ausnahme, haben alle diese Episoden einen besonderen Bezug zu meinem Leben. Also der das Ich sagt. Denn jede Episode beginnt ja mit einer formelhaften Formulierung, nämlich ich sah. Mhm. Also mit der Formulierung eines quasi beteiligten Zeugen. Das sind also wirklich Reportagen in gewisser Weise. Naja, eine Geschichte ist natürlich nie eine Reportage, aber diese Geschichten beziehen sich immer auf reale Orte, auf jeden Fall auf reale Orte und dann auf reale Menschen, auf die Geschichten von realen Menschen. Und es sind immer meine Geschichten, es sind meine Orte. Gibt es so größerflächig gesehen eine Weltgegend, die Sie nicht besucht haben, die Sie gerne noch besuchen möchten? Ja, also die Welt wird ja immer größer, je länger man sie durchwandert oder durchreist oder auch durchfliegt. Das heißt, die Zahl der nicht besuchten Orte wird mit jedem Ort, auf den man seinen Fuß tatsächlich gesetzt hat, größer. Jetzt lassen Sie sich sehr viel Zeit oft für ein Buch, wie man weiß, nicht? Ist das möglich? Ist das existenziell möglich? Haben Sie dermaßen ausgesorgt durch Ihre bedeutenden Werke, dass Sie sich lange Pausen leisten können? Nein, wer mich trägt, das sind schon die Menschen, die Geschichten, die ich schreibe, lese oder ihnen zuhören. Also das ist mein unter Anführungszeichen, das Publikum, das mir nahe ist. Und ich bin ja keine Romanfabrik, das heißt, ich bin eben ein sehr langsamer Schreiber, aber habe das Glück, dass diese Bücher in viele Sprachen übersetzt wurden. Und obwohl ich natürlich in allen diesen Sprachen einer Minderheit, mein literarisches Programm ist ja immer da wie dort ein Minderheitenprogramm, aber dadurch, dass es eben viele Lesergemeinschaften sind, insgesamt eine vielsprachige Lesergemeinschaft, die ermöglichen mir dieses Leben, vor allem diese Langsamkeit. Es geht ja, ich habe ja nie eine Wohnung in meinem Leben gekauft, nie ein Haus gekauft, nie ein Grundstück nirgendwo besessen, sondern habe mir eigentlich immer nur Zeit gekauft, um das, was die Leser mir zugestanden haben. Was schreiben Sie denn gerade? Ach, im Augenblick schreibe ich immer noch weiter, führe ich noch einige Geschichten aus, die ich nicht in den Atlas aufgenommen habe, weil sie mir zu umfangreich wurden. Und ich arbeite sozusagen noch am Fundus dieses Atlas weiter, der ja ursprünglich 186 Geschichten umfasst hat. Und aus diesen 186 habe ich eben diese 70 Episoden, die schon jetzt eben 450 oder 60 Seiten, dann im Ende zu 450 oder 60 Seiten geführt haben. Wir sehen uns jetzt Ransmeyers Reisen in die Unendlichkeit an, übersetzt in die Ästhetik des Playmobils.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Christoph Ransmeier war besonders viel unterwegs. In 70 Episoden erinnert er sich an wahre Begebenheiten und Mythen, an ferne Länder und fremde Sitten. Das Motiv des Sehens verbindet die einzelnen Geschichten. Sie handeln von Spaziergängen auf der chinesischen Mauer, von Stierkämpfen in Sevilla, den Flugversuchen junger Albatrosse in Neuseeland oder vom Golfen am Nordpol. Christoph Ransmeiers Atlas eines ängstlichen Mannes sprengt literarische Genregrenzen und macht Lust aufs Weltentdecken. Wie fühlen Sie sich in dieser Verknappung verstanden? Der Umgang mit einem Buch ist etwas, das sich der Kontrolle des Autors oder des Erzählers natürlich entziehen muss und entziehen soll. Denn jeder Mensch, der dann dieses Buch oder eine Geschichte in die Hand kriegt, sie liest oder auch bloß hört, macht sie zu seiner. Und wenn jemand mit dieser Fantasie, mit einem Personal aus seinen Spielzeugfiguren oder Puppen ausstattet, dann ist das natürlich absolut zulässig. Gibt es einen Kritiker, dem Sie gerne ein paar Watschen verpassen würden, so wie die Käthe Dorsch dem Hans Weigel, selig beide? Nein, also ich habe Gewaltfantasien grundsätzlich eben nur als Fantasien. Und da gäbe es viel zu viele Schwellen noch, um gegen jemanden die Hand zu erheben. Außerdem, einfach aus dem einen Grund, weil mir das so wahnsinnig leid täte, noch im Augenblick, in dem es knallt, dass ich dann Monate, wenn nicht jahrelang mit Entschuldigungen beschäftigt wäre. Ja. Außerdem wäre die Fantasie verschleudert, muss man natürlich sagen. Natürlich auch, klar. Bitte bleiben Sie bei mir und bitte mengen Sie sich ins Gespräch. Ja, gerne. Meine Damen und Herren, der Roman Klaustria zum Fall Fritzl ist unter Getöse in deutscher Sprache erschienen. Die Psychiaterin Heidi Kastner hat seinerzeit das Gutachten über den Amstettner Inzestfall erstellt. Ihr Buch Schuldhaft, Täter und ihre Innenwelten ist soeben erschienen. Mit ihr kommt Manfred Deix, ein anderer Diagnostiker der österreichischen Seele, ein Porträt zu Beginn. Als Gerichtspsychiaterin hat Heidi Kastner hunderte Schwerverbrecher begutachtet und ihnen ihre dunkelsten Geheimnisse entlockt. 2008 folgte der bisher spektakulärste Fall ihrer Karriere, der Inzesttäter Josef Fritzl, das sogenannte Monster von Amstetten. Monster hat sie bislang noch keine getroffen, nur Menschen. Einige dieser Begegnungen hat sie nun in Buchform veröffentlicht. Schuldhaft gibt Einblicke in die Innenwelten der Täter. Ihre Gespräche mit Häftlingen finden immer unter vier Augen statt. Angst hat sie dabei dennoch nicht. Auch Manfred Deix kennt keine Furcht. Unerschrocken provoziert er politische Machthaber und gewährt Einblicke in die Untiefen der österreichischen Seele. Ob als Zeichner oder Dichter, mit spitzer Feder übt er Kritik an Fremdenhass und Scheinmoral. Ausgerechnet in der niederösterreichischen Kirchenzeitung veröffentlicht er seine ersten Karikaturen. Später folgen große Magazine und museale Weihen. Deix ist Kettenraucher und Katzenliebhaber und konsequent selbstironisch. Wir freuen uns auf Good Vibrations mit Beach Boys-Fan Manfred Deix und Bad Boys-Spezialistin Heidi Kastner. Servus, Manfred. Servus. Wunderbar, dich hier zu haben. Was trinkst du denn, Rotwein oder Rivella? Enttäusch mich jetzt bitte nicht. Ja? Was empfiehlst du mir? Na ja, eher Rotwein. Ja? Nimmst du einen? Wenn du das, ja, aber wenn ich nachher fett bin, bist du schon wieder, okay? Kein Problem. Soll ich das ganze Flaschel gleich herstellen? Nein, gut. Ich bin jetzt schon gerannt. Nein, komm. Stell mich nicht in ein falsches Licht. Nie im Leben. Ja, genau. Danke vielmals. Sag einmal, es gehen so beunruhigende Gerüchte. Du hättest den Ransmeier einmal gezeichnet, ist das wahr? Wir haben uns kennengelernt in den 70er Jahren und er war damals schon ein auffallend fescher junger Mann. Wallende Mähne, bodenlange Mäntel hat er getragen. Christoph, das darf ich bitte sagen, das entspricht der Wahrheit. Im kleinen Café hast du mich quasi angesprochen. Als Katzenfreund. Genau. Ich habe nicht gewusst, warum redet mich. Ich habe mir gedacht, das ist der Schwule, das kann nicht sein. Weil ich nicht einer auf den Schwule abfahren. Ja. Jetzt haben wir gedacht, das muss einen anderen Anlass haben. Und da haben wir über Katzen geredet, glaube ich.
Und das war ein sehr gutes Gespräch und daraus hat sich wiederholte Treffen ergeben, weil wir einander sehr nett empfunden haben. Ja, und daraus ist eine eher langzeitige Freundschaft geworden. Ich verstehe. Hast du das mit, diese Karikatur? Die habe ich vorbereitet, weil ich gewusst habe, dass die Frage kommen muss. Also pass auf, schau her. Und er war damals schon so fesch wie heute. Ja. Und wer hält das in die Kamera? Das weißt du am besten. Würdest du es rezitieren vielleicht? Ach so, da ist ein Text dabei. Ein Text ist fast immer ein Text dabei. Wissend, dass der Christoph Franz mir wirklich einer war, wenn der ins Café ausgekommen ist, haben sich die Frauen Hälse gedreht, die jungen Damen haben so gemacht. Das war wirklich so. Na, da lacht er. Schau dir diese Sachen an. Meine geheimsten Fantasien, meine damaligen. Wahrheit, bitte, meine Augen- und Ohrenzeige gewesen. Wann der ins Café ausgekommen ist, mit seinem grün-grauen Mantel, bodenlang, und die Federn so wuchernd, und dieser Lacher dazu, diese perlenweißen Zähne. Lederstuhl. Die Weiber sind gestorben. Die haben alle einen Arzt gebracht, weil er eingeritten ist ins Lokal. Und ich habe das versucht festzuhalten. Da kommen wir nicht mit, was? Wir beide. Nicht einmal gemeinsam. Komm, ja. Nicht einmal gemeinsam. Forget it, komm. Ja, hast du recht. Das haben sich mir die weiblichen Gruppis, die sagen, eine Zeile, einen Satz, ich begehre ihren Spatz. Meine Güte. Ich sage nicht. Ja, das war damals Umgangston. Ich glaub, die Fangemeinde hat in dieser Sprache gesprochen. Wir müssen das aus dem Hauptabend transferieren. Das ist deine Sache, das gibt mir nichts mehr. Weißt du, was die sagt? Nein. Ein Mann für stille Tage. Ransi, meine Wix-Vorlage. Na, das wird ja immer schrecklicher. Ja, sollen wir zuschlagen lieber? Ich weiß es nicht. Es gibt ja noch zwei. Und was sagt die Dame? Fleischgewordene Literatur, supergeile Männerhuhe. Mit diesen Sätzen ist er aufgewachsen. Das Buch kommt hier nicht mehr auf den Tisch. Nur sowas gewöhnt. Wollen wir das irgendwie kommentieren? Dass der das Heil überstanden hat, ist eine Sensation. Niemals hätte ich Ihnen das alles zugemutet, aber Sie sind fast noch Schlimmeres gewohnt, würde ich sagen. Ich bin Psychiater. Aus dem beruflichen Umfeld. Versuchen wir wieder ein bisschen ernst zu werden. Der soeben erschienene Roman Claustria. Der Autor sagt deutlich in Interviews, er wisse mehr als andere, er hätte gründlich recherchiert. Erkennen Sie den Fritzl wieder in diesem Buch? Jeder weiß mehr als andere. Die Frage ist nur, worüber. Also, es ist ein Faktum, dass man über manche Dinge mehr weiß. Zum Beispiel über die eigene Fantasie, da weiß man sicher immer mehr als andere. Fakt ist, dass im Vorwort drinnen steht, es handelt sich um einen Roman. Ja, also die Frucht der Fantasie des Autors. Und als solchen habe ich das auch verstanden. Und als solcher kann ich dazu auch nichts sagen. Ich bin kein Literaturkritiker, das wäre jetzt ein Fehler, dass ich mir die Deutungshoheit über ein Stück Literatur anmaßen würde. Ich würde meinen, wenn man einen Roman für die Realität nimmt, dann begeht man einen Kategorienfehler. Das sollte man nie tun im Leben, das ist immer schlecht. Und das habe ich auch nicht getan und von daher habe ich mich auch nicht gefragt, ob ich den Herrn Fritzl wiedererkenne, weil dieser Herr Fritzl im Buch für mich eine Romanfigur ist. Und eine Romanfigur kann ich nicht wiedererkennen, weil ich sie nicht kenne. Und wie ist diese Person Fritzl überhaupt zu begreifen? Wie passiert sowas? Und wer ist das? Naja, sowas passiert nicht, sowas macht jemand. Genau. Und das macht jemand, weil er halt entsprechende Bedürfnisse hat und die Möglichkeiten. Das ist immer eine Kombination aus eigener Bedürftigkeit und den Gegebenheiten, die diese Bedürftigkeiten oder die Umsetzung der Bedürfnisse ermöglichen. Und denen kann man halt nachhelfen, diesen Möglichkeiten. Und das hat Fritzl sicher getan. Und dieses ganze Prozedere ist auch im Verfahren und in den Ermittlungsergebnissen abgehandelt worden. Wo ist der Moment, wo jemand von seinen Fantasien, von denen wir gerade gesprochen haben, von seinen Fantasien plötzlich hinüberkippt in so eine Bestialität? Das muss man nicht tun, das tun manche. Und das ist zumeist ein längerer Prozess der Selbstkorruption voraus, wo man sich dieser Umsetzung immer mehr annähert und sich zuerst denkt, ich könnte ja. Und dann denkt man sich, naja, wenn ich täte, wie wäre das dann? Und dann denkt man sich, na, wenn ich täte, dann würde ich so machen. Und dann kommt man zum Schluss, na, ich könnte es ja eigentlich wirklich machen, weil da ging's. Und dann fängt man halt einmal an, na, ich muss ja eh nicht tun, aber ich bereite halt einmal ein bisschen was vor.
heißt ja noch nicht, dass ich es tue. Mhm. Und dann macht man ein bisschen was und dann macht man ein bisschen mehr und dann nähert man sich dem immer mehr an und überredet sich selbst dabei kontinuierlich, dass das so schlimm ja eigentlich gar nicht ist. Das heißt, man korrumpiert sich selbst. Und das geht in der Regel nicht von heute auf morgen. Vor allem nicht bei Dingen, die man längerfristig planen und längerfristig vorbereitet. Gibt es einen Punkt, an dem man das erkennen könnte, als Außenstehende, als Familienmitglied, wo es gefährlich wird? Ich glaube, das ist unmöglich. Vor allem, wenn es derjenige darauf anlegt, nicht erkannt zu werden und es nicht sonderlich minderbegabt ist. Also wenn man jetzt nicht in einer Einzimmerwohnung lebt und jeden Schritt des anderen mitverfolgt, weil beide eben die meiste Zeit daheim hocken oder nur gemeinsam rausgehen, dann hat jeder von uns Bereiche, die dem Partner, und das mag noch so eine enge Beziehung sein, verborgen bleiben können, wenn es der andere darauf anlegt. Und ich denke mir, wir kennen wahrscheinlich alle Geschichten von Beziehungen, die sich in besten Verhältnissen wähnten und dann kam irgendwann einmal auf, dass der andere eine 14-jährige Tochter nebenbei irgendwo hat, also schon 14 Jahre lang ein Verhältnis daneben gehabt hat. Das sind auch Dinge, die nicht unbedingt aufkommen müssen. Oder denkt man an diese ganzen Situationen, wo Männer oder auch Frauen, ja, ohne dass der Partner davon Kenntnis hat, klammheimlich das ganze Vermögen verspielen. Und dann stehen auf einmal alle vor dem Ruin und der Exekutor steht da und der Konkurs ist anzumelden und alle sagen, unfassbar, wie konnte der nur? Ja, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ich denke, man kann viel verbergen, wenn man es drauf anlegt. Und man kann natürlich noch viel mehr verbergen, wenn man seinen Bereich relativ einflussfrei hält, indem man die anderen vielleicht auch, indem man es bedroht oder indem man ihnen Angst macht, draußen hält. Man sagt, da gehst du auf keinen Fall hinein, weil sonst. Ich meine, dass es halt dominante Menschen geben, die ihren Bereich sehr gut abschotten, auch gegen ihre Familienmitglieder, das ist auch nichts Neues. Jetzt ist das Böse, das sogenannte oder wie immer das Böse, künstlerisch eine unglaublich aufregende und starke Kategorie. Sie sagen, es gibt's nicht wirklich, das Böse insgesamt. Nein, ich sage nicht. Ich weiß nicht, ob es das Böse gibt. Ja? Ich weiß nur, dass es keine psychiatrische Kategorie ist und keine Diagnose. Ich glaube, das Böse ist, wenn, dann eine moralische, ethische, theologische, was immer Frage. Aber es ist keine boulevardeske Frage und es ist auch keine, ja, kein medizinisches Thema. Und ich glaube, was wir ganz gern tun, ist, dass wir uns so das Böse imaginieren und in irgendeiner Person zentrieren möchten, damit wir die dann wie diesen Sündenbock zu Weiland alttestamentarischen Zeiten verjagen können. Nicht? Dann ist das Böse weg. Und dann sagen wir, das Böse, wir haben es identifiziert, das haben wir schwarz angemalt und da steht es und jetzt verjagen wir es. Und dann sind wir alle wieder ganz rein und weiß und frei von allem Bösen. Und was wir damit natürlich recht gut schaffen, ist, dass wir uns davor hüten zu erkennen, dass diese Anteile in jedem da sein können und dass es oft eine Frage eben der Umstände ist, wie viel davon zum Tragen kommt. Was war denn Ihr schlimmster Fall? Gibt es einen Fall, der Sie bewegt hat? Es gibt immer wieder Fälle, die mich bewegen. Das oder müssen, ja, Sie, das, müssen Sie da kalt werden und die Sache wegschieben? Das ist eine völlig skurrile Vorstellung. Ich bin ja Person und ich sitze ja als Person dort. Und wenn ich nicht als Person dort säße, dann kriege ich ja nie einen Kontakt mit dem Gegenüber. Man kann ja nicht als blanke Wand dort sitzen oder als Roboter und versuchen, mit dem anderen in Kontakt zu kommen und vielleicht noch erwarten, dass der einem erzählt, was in ihm vorgeht. Das ist ein seltsames Bild. Natürlich hat man Emotionen dabei. Und die Emotionen sind auch eine Möglichkeit, zu Erkenntnissen mit den anderen zu gelangen. Weil meine Reaktion sagt mir zwar natürlich was über mich, aber sie sagt mir auch was über den anderen. Und wenn ich jetzt mich in einer Situation, das ist eine häufig gestellte Frage, fürchten Sie sich da? In der Regel nicht. Ich gehe nicht rein und sage, ich habe prinzipiell Angst. Gleich was passiert, ich fürchte mich mal prinzipiell. Die Grundhaltung. Da wäre ich wahrscheinlich im falschen Job. Aber es kann natürlich sein, dass es zu Situationen kommt, wo dann die Stimmung ins Bedrohliche kippt. Und wenn man das dann durch entsprechende Gesprächsführung nicht mehr entspannen kann, dann ist es wahrscheinlich klüger zu gehen. Und wenn ich dann in mir was hochsteigen spüre, was mit fehlendem Behagen zu tun hat und mit Unwohlsein, dann ist das eine Emotion, die durchaus eine Auskunft gibt über das, was der andere vermittelt, nämlich Bedrohlichkeit. Das heißt, der wird wahrscheinlich ziemlich ungut sein können in der Situation. Gab es so einen, schildern Sie mir einen solchen Fall?
Mein Gott, nein, das ist, gab es, wie gesagt, sehr selten. Das ist wirklich so ein wahrnehmbares, ungemütliches Klima gegeben hat im Gespräch. Hat Ihnen der Fritzl Angst gemacht? Oder? Nein. Was war Ihre Emotion, als Sie den, mit dem Kerl gegenüber saßen? Na, prima war ich sehr neugierig. Prima war ich sehr neugierig. Weil mich hat nicht viel anders als die meisten anderen auch die Frage bewegt, wie ist jemand, der das macht? Oder was treibt den an? Und was treibt ihn an? Aus welchem Eck kommt das? Nur zum einen, das ist ein Verfahren öffentlich kundgetan worden. Als Erkenntnisgewinn dieser 30 Stunden, die ich da mit ihm verbracht habe, ist das jemand, der ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis hat, andere zu beherrschen. Warum er das Bedürfnis hat, weiß ich nicht. Ich kann ja feststellen, er hat. Und er hat, anders als andere, die das vielleicht auch haben mögen, relativ wenig Hemmungen, das auch zu tun, ganz konkret zu tun. Und daneben hat er natürlich auch die Möglichkeiten gehabt, das zu tun. Und hat die Bedingungen vorgefunden, es tun zu können. Ich meine, wenn ich jetzt kein Haus habe, in dem ich einen Keller bauen kann, dann tue ich mir viel schwerer. Wobei wir in Italien einen Fall kennen, wo das in einer ganz normalen Gemeindebauwohnung ähnlich geschehen ist. Nicht so lang, aber doch auch. Mhm. Also eine Frage hätte ich da. Ja. Sie haben dich da kennengelernt, den Herrn Fritzl. Haben mit dem stundenlang verbracht. Ja. Ich kenne den nur aus Zeitungsfotos und aus dem Fernsehen. Und der macht optisch einen sehr attraktiven Eindruck. Das ist ein Mann, glaube ich einmal, der als Casanova gut funktionieren würde. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine Geschmackssache. Ne? Für ältere Damen ist er wahrscheinlich ein... Na, unfesch ist er nicht, kann man nicht sagen. Er ist nicht optisch abstoßend. Ja. Also ein schwanierter, älterer Herr. Ich glaube, der hat seine Erfolge daraus bezogen, dass er eben attraktiv gewirkt hat. Und ich als neutraler, nicht schwuler, kann sagen, der hat irgendwie gut ausgeschaut. Für einen älteren Herrn. Und ich wollte wissen, wie Sie den so empfunden haben. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass es ein attraktiver Mann ist? So, wenn Sie nicht gewusst hätten, was er alles angestellt hat. Nein, also prima attraktiv hätte ihn für mich jetzt einmal nicht bewertet. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ja, ja. Und Kästner hat schon gesagt, der eine ist kein Wurst, der andere keine Seife. Ich bin meistens klar, viel Wurst, aber ich kann das jetzt... Art, ja. Wie hat er gesprochen? War er charmant, einnehmend oder wie? Nein, dazu war die Situation zu eindeutig uncharmant. Ist schon klar, na gut, die erlaubt keinerlei. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich sehr frivol gewesen wäre, wenn der jetzt hergegangen wäre und gemeint hat, wir müssen da jetzt einen netten Kaffeehausplausch inszenieren. Okay. Das hat er nicht getan. Es war ihm durchaus klar, worum es geht. Es war ihm klar, was der Tatvorwurf ist. Er hat nie versucht, das jetzt irgendwie von sich zu weisen, sagen, das habe ich nicht getan, dass ein Ermittlungsfehler passiert oder sonst irgendwas. Ja. Er hat gesagt, das habe ich getan und zu dem muss ich auch stehen. Na ja. Und er hat mir gesagt, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass ich mich da vorher suizidiere, weil ich werde mich dem stellen. Na ja. Das steht mir zu. Ja, also das habe ich auf mich gebracht, dem muss ich mich stellen. Und er hat mir auch sehr bald, meine Sorge war natürlich, ich habe schon Sorgen gehabt, da habe ich hingefahren bin das erste Mal, die war, dass der vielleicht sagt, ich rede mit Ihnen nicht. Aber dann kann ich natürlich auch über ihn nichts sagen. Mhm. Und das hat er mir, das hat er gleich mal entkräftet, vorwegnehmend entkräftet, indem er gesagt hat, ich werde mit Ihnen so lange reden, solange Sie das brauchen, und ich werde so korrekt antworten, wie mir das möglich ist. Und das hat er dann auch getan. Also, das klingt jetzt vielleicht auch sehr seltsam, aber ich kann mich über den Herrn Fritzl im Kontakt mit mir nicht beschweren. Das hieße ihm was unterschieben, was ihm nicht gehört. Das tut man auch bei ihm nicht, das macht man bei keinem. Also er war höflich, er war bemüht zu antworten. Dass es nicht immer in der Form möglich war, wie es mir vielleicht weitergeholfen hätte, lag partiell vielleicht daran, dass er relativ schlecht ausgeprägtes Sensorium für Emotionen hatte, für eigene und für andere. Ja, und dass das emotionale Vokabular jetzt nicht sehr umfangreich war. Aber man hat jede Antwort auf faktische Fragen bekommen, die man haben hat wollen. Und er war sichtlich bemüht zu kooperieren. Und er hat jetzt in keiner Weise sich untergriffig oder übergriffig oder unmanierlich verhalten. Das ist ja banal. Trotzdem bin ich der Meinung, und ich glaube das, weil ich mittlerweile 63 Lebensjahre hinter mir habe und Erfahrung habe, weiß ich, dass Frauen auf gewisse Männertypen reagieren.
Ja, und auf den reagieren Frauen auf alle Fälle. Das mag doch sein. Da bin ich ganz überzeugt davon. Drum sein Erfolg und deswegen, ja. Reden und ich kann sagen, du bist ja nett. Fescher älterer Herr, der hat alle Leiberl. Wenn er nicht so ungeschickt gewesen wäre, hätte er ein Leben in Saus und Braus weiterführen können. Nein, das geht an ihm vorbei, was Sie da sagen. Geht vorbei. Ja, das ist jetzt die Möglichkeit, der Versuch, aus dem eigenen heraus einen anderen zu erklären. Ja. Und das ist nicht immer sehr zielführend. Der hätte nicht ein Leben ins Haus und Braus führen können, weil das, was er wollte, war in der offiziell möglichen Form nicht drin. Mhm. Ja? Also ich kann jetzt nicht, wenn ich auf Austern stehe und neben einem Kartoffelacker lebe, sagen, der hat ein Leben ins Haus und Braus führen können, der hätte immer nur die Erde für auskommen müssen. Ja? Das, was er wollte, war auf diese akzeptable oder sozial akzeptierte Form nicht zu bekommen. Das heißt, nur weil ich gern Kartoffel ist, brauche ich nicht annehmen, dass mein anderer damit auch überglücklich sein kann, Hauptsache es sind viele. Mhm. Das wollte er nicht. Mhm. Und das, was er wollte, war halt nur in einer strafrechtlich relevanten oder devianten Form erlebbar. Wir reden gleich weiter mit dem nächsten Gast. Ja? Bleiben Sie bitte alle bei mir. Meine Damen und Herren, es gibt fast nichts, wofür der epochale Roman Die Wand der 1970 verstorbenen oberösterreichischen Schriftstellerin Marlene Haushofer nicht zum Zeugen aufgerufen wurde. Die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, Anti-Atom-Bewegung, Aussteigerbewegung, mehrere esoterische Richtungen fanden sich in dieser Geschichte wieder. Es geht um eine junge Frau, die während eines Wochenendausflugs erkennt, dass sie der letzte überlebende Mensch ist. Rund um das Gebiet, in dem die Jagdhütte steht, hat sich eine unsichtbare Wand aufgebaut, hinter der alles Leben erloschen ist. Viele Große wollten das Buch schon verfilmen. Dem Steirer Julian Pölsler, der auch die wunderbare Polt-Serie gedreht hat, dem ist es gelungen. Und wie? Zu Beginn ein literarisches Verhör. Im literarischen Verhör Julian Pölsler. Können Sie verzeihen? Ja, sehr gut verzeihen. Aber auch sehr gut verletzen. Und wenn man so verletzt wie ich, muss man auch verzeihen können. Was hat Ihnen Axel Corti mitgegeben? Ach, Axel Corti hat mir alles mitgegeben. Alles, was ich über Filme machen und über die Leidenschaft weiß, hat er mir mitgegeben. Einer seiner wichtigsten Sätze für mich ist der, das Einfache ist das Schwere. Juliette Binoche, was gefällt Ihnen an ihr? Also die Juliette Binoche ist einfach eine außergewöhnliche Frau. Da kann man nicht sich auf einen Vorzug festlegen. Alles an der Frau ist faszinierend. Nachdem Sie Steirer sind, wer bellt schöner, Sie oder Ihr Hund? Ich komme ja aus dem Baltental, aus St. Lorenzen im Baltental. Und da bellt man nicht. Und deshalb ist Lux einfach der bessere Beller. Was würden Sie gerne können? Ich würde gern viel gelassener durchs Leben gehen. Aber das verhindert meinen Beruf ein bisschen. Aber ich arbeite daran. Achten Sie auf Ihr Gewicht? Leider viel zu wenig, aber ich achte auf meine Gesundheit und habe aufgehört zu rauchen, habe aber 8 Kilo zugenommen und die muss ich jetzt dann loswerden. Insofern achte ich auf mein Gewicht. Können Sie boschen? Ja, natürlich kann ich boschen. Aber wissen Sie, nachdem ich aus dem Baltental komme, das ist 68,8 Kilometer von Aussee weg, weiß ich, dass man das als Ausländer nicht tun darf und deshalb tue ich es nicht. Nur in der Badewanne, ganz versteckt. Ein Landlertext, Herr Pölsler, bitte. Aussee ist ein lustiges Tal. Das sage ich alle mal. Sind schöne Menschen dran, da möchte ich sein. Welsch oder grüner Veltliner? Am besten beide und am besten eisgekühlt. Dankeschön. Ich hoffe, das war so in Ihrem Sinne. Ich war nicht zu lang und nicht zu... Perfekt. Servus, Julian. Schön, dass du da bist. Hallo, Lux. Der Hund trinkt Rotwein oder Rivella? Ich glaube, der Hund ist fast immer meiner Meinung, also Ravella. Wirklich? Der Hund, soll ich dem Hund so eine Schüssel geben lassen? Ich bin Tierfreund, du weißt also. Jetzt schlaft er, ich glaube, so. Jetzt braucht er gar nichts im Moment.
Aber ich nehme gerne einen Rehwedler. Wirklich? Ja. Na gut. Ich habe mal eine Schweizer Freundin gehabt. Die hat das. Ach so. Ja. Sehr zum Wohl. Vielen Dank. Sag einmal, würdest du das Buch Klaustria verfilmen? Also, sagen wir so, bei dem Fall Fritzl, also gibt es für mich zwei Ansätze. Der eine, der mich überhaupt nicht interessiert, ist er selbst. Was mich aber interessieren würde, ist diese junge Frau, diese Tochter von ihm. Die würde mich interessieren. Wie die da es geschafft hat, in diesem unglaublichen Zustand auszuharren und durchzuhalten. Und wie Christoph Franzmeier vorher richtig gesagt hat, ihn interessieren Menschen. Das gehört für mich auch. Für mich ist Fritzl, weiß ich nicht, ob er Mensch ist, das können Sie vielleicht würden. Was soll das sonst sein? Nein, das ist ein Was Unmensch für mich. Ja, Unmensch. Der ist für mich über menschliche Grenzen drüber gegangen und interessieren mich dann nicht solche Menschen. Das sind mehrere Leute, aber trotzdem sind es Menschen. Ja, da. Und gehen ihre Rechte als Mensch nicht verlustig. Das ist nämlich gefährlich, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, bei Fritzl bin ich mir nicht ganz sicher. Ob man denn nicht vielleicht doch was sollte, weil er ja kein Mensch mehr ist. Ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Auch mit der Diktion muss man da sehr aufpassen. Ja, ich rede aber nur von dem, ob er wert ist, künstlerisch aufgearbeitet zu werden. Das ist eine andere Sache. Aber ob man ihm jetzt das Menschsein an sich abspricht, das ist, glaube ich, eine gefährliche Sache. Das fängt im Kleinen an und kann sich zu unglaublichen Dimensionen auswachsen, wie wir wissen. Mhm, da haben Sie sicher recht. Ja. Ja. Aber für mich ist er halt, ich habe das für mich definiert. Ja. Für mich ist er kein Mensch, der Held oder Hauptfigur eines Films sein könnte. Sehr interessieren würde mich seine Tochter, die würde mich sehr interessieren. Und natürlich, was mich interessieren würde, ist, um auf dieses Buch zurückzukommen, dass Verhalten der Behörden. Was ist da passiert? Wie ist man da vorgegangen? Das wäre schon interessant. Das wäre ein interessanter Film. Ne? Mhm. Kann ich mir vorstellen. Sag, jetzt hast du einen ganz ähnlichen Film, ein durchaus ähnliches Schicksal, ein radikal vereinsamter Mensch. Gut, das kann man überhaupt in keiner Weise vergleichen. Aber diese Frau in der Wand, wer ist das? Was ist diese Frau? Ist das ein Symbol, diese Wand? Ist hier eine Umweltkatastrophe passiert? War ein atomarer Angriff? Ja, all das. Es ist so für mich, das war für mich ja ganz wichtig, wie ich mit der Verfilmung begonnen habe. Für mich gibt es so viele Interpretationsmöglichkeiten. Und ich merke das auch immer. Ich fahre jetzt rund um die Welt mit dem Film. Und überall auf diesen Festivals gibt es hinterher so Publikumsgespräche. Und da kommen die Leute immer dann mit so Interpretationen, wo ich total überrascht bin. Und mir denke, ja genau, das stimmt, das könnte es auch sein. Mhm. Und wenn ich dann sage, das habe ich aber nicht gewusst, sind die immer überrascht und sagen, wieso, das ist ja in Ihrem Film. Wie stellt man das dar in einem Film? Einsamkeit, kein einziger Dialog, Naturkräfte, riesige Stille. Naja, also die Stille, die ist für mich ja ganz ein wichtiges Gestaltungsmittel gewesen. Ich wollte ja möglichst viel aus dem Roman in den Film hinübernehmen, weil ich das für ganz großartige deutschsprachige Literatur halte, was die Marlene Haushofer da geschrieben hat. Und dann war mir aber diese Off-Stimme, die aus dem Off kommt, dieser Text von Haushofer, das war für mich die erste Ebene. Die zweite Ebene war dann diese Bachmusik. Aber ich habe sie nicht als Musik eingesetzt, sondern als eine andere Ebene der Sprache. Das waren Bach-Solo-Suiten von... Die Solopartiten. Ja, von der Julia Fischer gespielt. Für Violine, ja. Und die dritte Ebene war eben dann die Stille, dass ich gesagt habe, ich muss hier Raum geben, dass man nichts hört. Vielleicht Geräusche in der Ferne. Und das ist dann auch so eine dritte Ebene der Sprache. Und das hat mir sehr geholfen, überhaupt die Menschen, die ins Kino gehen, auf diese, ich würde sagen, Groove einzuschwingen. Und dann natürlich war es sehr viel das Gesicht von der Martina Gedeck. Wir haben ganz intensiv gearbeitet und auch fast nichts mehr geredet. Ich habe immer versucht, am Set diese Stimmung herzustellen, dass das alle so
wortlos geworden sind. Und ich habe ja beim Schreiben, wie ich das Drehbuch geschrieben habe, bin ich da über Hallstatt in so eine Hütte gegangen, weil ich mir gedacht habe, mit dem Hund, den habe ich damals ganz jung gehabt, der war vielleicht 10 Wochen alt. Und das war im November. Und wenn man sich dann so intensiv mit diesem Text auseinandersetzt, dann kippt man selbst in so eine sehr bedenkliche Groove, die einer Depression sehr nahe kommt. Und ich habe mit ihrem Kollegen, mit dem Paulus Hochgatterer, von dem verfilme ich Die Süße des Lebens als nächstes, geredet, der ja meint, dass für ihn die Wand die exakte Beschreibung einer Depression ist. Also für mich war das dieses Herstellen dieser Schwingungen schon beim Schreiben ganz wichtig und nachher beim Drehen umso mehr. Und Martina Gierig und ich, wir haben ja gleich zu Beginn beschlossen, dass wir nicht so arbeiten wollen und auch nicht können wie üblich. Weil ich habe schon gewusst, dass ich mich auf etwas Außergewöhnliches einlasse. Aber weißt, wenn du überhaupt keinen Dialog hast, du hast keinen einzigen Dialog, das heißt, du hast da keinen Schuss-Gegenschuss. Mhm. Du musst ganz anders mit der Filmsprache umgehen. Und das war auch das Schöne und die Herausforderung, auch mit den Tieren, mit Lux zum Beispiel zu arbeiten. Es lachen immer viele Kollegen von dir, wenn ich Interviews gebe und ich sage, sind immer so begeistert von Lux und sagen, wie haben Sie das gemacht, wie lange haben Sie ihn trainiert? Ich habe ihn überhaupt nicht trainiert. Er ist ein großes Naturtalent, das muss ich sagen. Absolut. Und wir hatten so eine Art Gentleman Agreement. Nämlich? Ich habe ihm gesagt, was ich gerne hätte. Und er hat gemacht, was er wollte. Ja, genau, er hat gemacht, was er wollte. Aber es ist immer so bei ihm. Er macht immer das, was er will, aber er hat eine Bedenkzeit, die variiert zwischen 7 und 77 Sekunden. Mhm. Und das die Zeit dazwischen musst du einfangen? Nein, ich habe das gewusst. Ich habe gewusst, ich muss nur ruhig und geduldig sein. Aha. Nur geduldig sein. Er macht es, nur wenn es ihm passt und nicht, wenn es mir passt. Ah, verstehe. Und so sind wir halt immer enger zusammengewachsen. Jetzt ist er eingeschlafen, so fahrt sind wir gar nicht. Ich finde das Gespräch fantastisch. Ich sage mal, wie geht's dem Polt eigentlich? Da soll noch eine Folge liegen irgendwo? Ja, der Alfred Komarek hat ja einen Roman noch geschrieben. Ich schon vor 2 Jahren. Und ich habe das Drehbuch geschrieben, auch vor 1,5 Jahren. Jetzt liegt es im ORF, aber ich glaube, es schaut so aus, als wenn es im Frühjahr jetzt losgeht. Und wir noch einmal einen Bolt aufleben lassen. Frau Doktor, wir sind mitten in den letzten psychopathologischen Dingen, wie ich merke. Würden Sie aus Ihrem Buch uns einen prägnanten Satz lesen? 2 prägnante Sätze. Einen unangenehmen. Einen unangenehmen. Immer wieder müssen wir, wenn wir uns unter die oberflächliche Schicht der boulevardesken Zuschreibung begeben wollen, feststellen, dass die furchtbarsten Handlungen scheinbar aus dem Nichts entstehen können und von Menschen begangen werden, die sich von uns bis dahin nicht wesentlich unterschieden. Vielen herzlichen Dank. Ich betrachte das als Schlusswort. Ich danke. Es war ungemein aufregend, muss ich schon sagen. 1000 Dank. Danke. Meine Damen und Herren, damit sind wir auch schon fast am Ende. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp, abseits des Neuerscheinungsgetöses. Wussten Sie, dass Sir Arthur Conan Doyle nicht nur und vor allem nur ungern Geschichten über den Detektiv Sherlock Holmes verfasst hat? Lesen Sie doch seinen Roman »Die vergessene Welt«, eines der ersten Beispiele von Science-Fiction-Literatur in Augenhöhe mit Jules Verne. Zu Conan Doyle meine Quizfrage: Er übte zunächst denselben Beruf aus wie Sherlock Holmes Adlatus Watson, der überhaupt ein Selbstporträt ist. Um welchen Beruf handelt es sich? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen Druck in limitierter Auflage des Porträts, das Oskar Stocker von Christoph Ransmeier gefertigt hat. Das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. So, wie schön. Ja, wie schön. Schön, dass Sie gut geschaut haben.